Shinto, vital, gesund, schlank, das Gesundheitszentrum in Dormagen. Ganz einfach, wir sind hier im Analysebereich und die Körperanalyse ist nun mal ein wichtiger Punkt, um zu sehen, ob das Training und die Ernährung auch auf dem richtigen Weg ist, ob man auf dem richtigen Weg ist, um sein Ziel zu erreichen. 95% aller Lebensstilerkrankungen sind in dem Grund der Sarkopenie, dem Muskelschwund, zu finden. Warum? Die 656 Muskeln sind das größte Stoffwechselorgan, aber auch und die größte Hormondrüse des Körpers. Also nicht nur da, um Arme und Beine zu bewegen, sie haben noch ganz, ganz andere Funktionen. Sinkt der Muskelanteil, steigen oftmals Entzündungswerte, kommen Schmerzen, Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen noch mit dazu. Die Medizin redet nie über den Muskelanteil oder seltenst, aber das Wissen kommt von der Medizin. Die Messung, also in der Bioimpedanzmessung, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um zu sehen, ob man Erfolg hat und um zu sehen, ob man auch im gesundheitlichen Bereich sich befindet. Die Körperzusammensetzung. Was zeigt uns die Analyse genau? Der Muskelanteil, der niemals sinken sollte. Weil wenn der sinkt, dann tauchen plötzlich Lebensstilerkrankungen oder Zivilisationserkrankungen auf. Alle erscheinen dann plötzlich. Wenn Muskulatur fehlt, funktioniert nicht mehr viel im Körper. Kraftverlust kommt dazu. Und dazu aber auch Kraftverlust aller unserer inneren Organe, weil unsere Muskulatur mit all unseren inneren Organen kommuniziert. Die Koordination geht verloren. Muskelanteil sinkt, Fettanteil steigt. Und mit dem Fettanteil steigen dann oftmals auch die Entzündungswerte. Wasseranteil ist extrem wichtig, extra intrazelluläres Wasser, weil das wiederum für die Membrane, die Zellmembrane wichtig ist. Das messen wir hier über den Phasenwinkel. Also nochmal, messt mit uns regelmäßig mit euch euren Wassermuskelfettanteil bzw. den Sarkopenie-Zustand. Wir haben einmal ein chronologisches Alter, wir haben aber auch ein Fitnessalter. Und das ist das Entscheidende, ob wir uns im gesundheitlichen Bereich befinden. Übrigens so nebenbei, wir suchen noch Spinning-Trainer. Also, jetzt wieder zurück zur Messung. Also, wenn ihr wirklich wissen wollt, ob ihr euch auf dem optimalen Weg befindet, macht entweder alleine, das könnt ihr machen, wann immer ihr wollt, oder mit uns Trainern, die dann auch die Auswertung machen, eure regelmäßige Körperanalyse. Hier sieht man zum Beispiel den Muskelanteil, hier sieht man den Befundwogen. Wir sehen alles, ihr seht alles, ob ihr im richtigen Bereich seid. Hier war der Franco vom Shinto. Wenn ihr könnt, kommt einfach mal rein, bringt eure Freunde mit und lasst mal alles mit denen auch durchmessen. Hier war der Franco, bis dann. Tschüss.